Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir probieren. Heute mit der Gecko-Mate. Genau, wurde uns gespendet von Gecko-Mate. Vielen Dank dafür. Da immer, wie immer die Adresse. Dankeschön. Reden will gelernt sein. Aber hallo. Zeig doch mal in die Kamera. Gerne. Finde ich sehr hübsch. Also dieser Gecko da drauf, den finde ich extrem niedlich. Oh. Und nicht? Doch ist schick. Ja, aber nicht zu niedlich, sodass es mal... Es ist nicht zu kindlich, sondern es ist einfach nur... Niedlich. Schön. Ja. 28 Milligramm Koffein. Genau. Ordentlich. Das ist bisher zusammen mit der Top Mate Strong Edition und mittlerweile der Rio Mate jetzt die stärkste Mate. Richtig. Geil. Ordentlich, ordentlich. Oh, da haben wir noch ein nettes Zettelchen. Dürfen wir Pate zu dir sagen? Ja, ja. Mit Gecko-Mate wirst du automatisch Gecko-Pate. Zusammen mit einem Platz für Kinder unterstützen wir entsprechende Projekte bei der alltäglichen Arbeit mit Kindern. Damit unsere Partner wissen, worauf sie zählen können, erhalten sie eine Garantiesumme. Und wenn wir plötzlich ganz viele Gecko-Mate trinkende Gecko-Paten haben, stocken wir diese Summe weiter auf, versprochen. Mehr ist mehr. Und dann sind noch Nummern aufgebindet, dass du einmal 5 und einmal 10 Euro spenden kannst. Genau, das seht ihr nochmal hier eingeblendet, was ihr da spenden könnt. Richtig. Nimm uns deine Energie, Fee. Gesundheit. Mhm. Nee, finde ich eine gute Aktion. Ja. Ich meine, warum nicht, anstatt sich auf Teufel komm raus zu bereichern, zu sagen, Mensch, dass das über ist. Für die Menschen. Haben wir andere mehr von. Ja. Und ich denke mal, also wenn es darum geht, also jetzt vorausgesetzt mal, das schmeckt jetzt gleich wie eine andere Mate und kostet auch gleich wie eine andere Mate, dann kaufe ich doch eher die. Sowas, richtig. Zumindest die eine gewisse Art von Herz irgendwo ja. zwischen Leber und Milz schlagen haben. Es riecht wie die Flora Power. Erinnerst du dich noch an die Flora Power, Marte? Ist eine Weile her, ja. Ja, ist schon knappe anderthalb Jahre her. Richtig. Also ich finde, es hat was... Als allererstes riecht es ziemlich nach Tee. Ja, also für mich riecht's. Also als ich die allererste Nase genommen habe, hat es für mich... Hat für mich wieder diese typische Wursttheke gerochen, dieses leicht süßliche von der Leona. Aber es riecht vor allem auch, also finde ich, so nach einer Weile. Blumig. Ja, nee, na pass auf, nach Lindenblüten. Ja, das kommt hin. Oder beziehungsweise noch, nein, warte. Kamille. So ein Kamillendampfbad? Ja, aber gesüßtes Kamillendampfbad. Ha ja. Inhalierst du nie mit Zucker? Nee, also es riecht, sagen wir mal, anders als andere Maten. Ja. Mate, ist egal. Matei. Rein damit. Prickelt etwas stärker, aber schäumt noch nicht. Also eine Clubmate hat schon einen fiesen Kohlensäuregehalt, aber ich glaube, die packt die sogar noch. Müsste ich es nochmal probieren. Nee, ist weniger. Also deutlich weniger als Clubmate. Ja, ist weniger. Bei Clubmate, das ist immer, sagen wir mal, ein relativ guter Vergleichspunkt für mich, weil bei Clubmate, da ist so viel Kohlensäure drin, davon treibt es mir die Tränen in die Augen. Und solange ich keine Tränen in den Augen habe, ist es weniger. Die Clubmate ist echt extrem. Ja, ist geschmacklich deutlich kräftiger als zum Beispiel jetzt Clubmate, wo wir dabei sind. Erinnert mich auch ein bisschen an die alte Liedmate, aber auch eben an die Flora Power. Ist wirklich sehr ähnlich. Ja. Ist eine kräftigere Mate, aber nicht zu kräftig. Und es hat... Sie hat trotzdem was Süßes, aber nicht zu süß. Ja. Und sie hat das Teearoma mit drin, was nicht alle, was ich gerne bei einer Mate vermisse. Bei einem Mate-Tee-Getränk. Ja, gut, der verkauft es jetzt nicht als Mate-Tee-Getränk, aber das ist es immer. Ja, also diese wachsige Note kommt bei mir auch hier sehr stark rüber, eben das Teeartige. Ja. Ist aber dennoch, sagen wir mal, nahe genug jetzt an einer Limonade oder an einem Eistee dran, sodass ich sage, es ist richtig erfrischend oder sowas. Ja. Und sagen wir mal so, es ist bei mir schwierig, bei einer Mate zu sagen, ob ich sie... Also es gab bisher eigentlich fast keine Mate, wo ich sage, sie ist schlecht. Sie hat immer nur was... ich sagte fast keine. Ne? Gut. Get it? Aber
was die eben besonders macht, was mir eben immer fehlt, ist dieser Teegehalt. Und der hat sie halt wieder. Das hatte ja bisher... Die krasseste war diese Mate de Pantera. Gut, das war aber wirklich, das war wirklich ein reiner Tee. Ansonsten hatte es fast nur die Top Mate Strong. Ja. Die war wirklich also zum Beispiel als Vergleich, eine Rio Mate hat keinen Teegeschmack. Nee. Genauso wenig wie eine Club Mate eigentlich keinen echten und Teegeschmack hat. Aber auch für mich wieder nicht zu penetrant, sodass es nochmal für Nicht-Teetrinker, die nur den gesüßten Eistee kennen, auch noch akzeptabel ist. Ja, und für mich gerade noch genug da. Ja. Also ist wirklich, doch, finde ich auch... Wieder mal eine gute Mate. Sagen wir, das ist das, was ich damit versuchen wollte auszugrenzen. Ja, was ich mich gerade frage, sind alle Maten einfach so verdammt gut? Oder haben wir einfach... Oder ist das Prinzip einfach so geil? Oder wir springen voll drauf ab? Ja, ja, weil es genau so, unseren Geschmack trifft. Weil bei anderen Sachen, so bei Energy Drinks, scheiße, bei Colas, die ist langweilig, bei Mate, oh geil. Ja. Das ist aber auch so. Gerade weil es eben nicht so süß ist, sondern weil man es einfach so normal trinken kann. Das kann man trinken wie eine Apfelschorle oder sowas. Das kann man einfach so trinken. Eine Cola kannst du nicht trinken wie eine Apfelschorle. Irgendwann hängt es dir zum Hals raus. Und vor allem verfettest du wie ein Idiot. Deswegen gucke ich gerade auch nochmal. Genau. Im Endeffekt hast du nämlich in der Mate immer... Warte, lass mich kurz rechnen. Doch, eine Cola hat wesentlich mehr. Eine Cola hat... deutlich über 10. Ja, oder zumindest, also also eine normale Cola hat so 8 bis 12 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Genau, hier und die hat 6. 6,4. Im Endeffekt die Hälfte. Ja. Nee. Super gut. Kauft euch das Zeug. So läuft. In diesem Sinne. Adios. Ugh.